Hi Leute, ich habe heute ein schwieriges, aber wichtiges Thema für euch. Gibt es eine göttliche Logik? Handelt Gott logisch? Oder ist Gott frei von jeglicher Logik? Gottes Wege sind unergründlich, wie wir wissen. Aber die Frage ist, gibt es trotzdem eine göttliche Logik? Oder muss es vielleicht sogar eine göttliche Logik geben? Und wenn es so eine göttliche Logik gibt, ist es die gleiche wie die menschliche Logik? Oder gibt es da noch eine andere? Man könnte auch fragen, ist Gottes Logik aus menschlicher Sicht logisch? Aber bevor wir jetzt diese Fragen beantworten, müssen wir uns vielleicht zuerst fragen, dürfen wir uns überhaupt mit diesem Thema beschäftigen? Dürfen wir nach der Logik Gottes fragen? Denn Gott ist heilig, Gott ist allmächtig, er hat alles erschaffen. Wir können uns nicht anmaßen, Gottes Wege mit unseren menschlichen limitierten Vorstellungen verstehen zu können. Denn seine Wege sind nur ihm bekannt und wir haben nicht das Recht, sie zu beurteilen. Denn so spricht der Herr: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir sollten Gottes Wege also nicht mit unseren menschlichen Vorstellungen beurteilen. Aber folgt daraus, dass die Annahme einer göttlichen Logik unangemessen ist? Dürfen wir nicht annehmen, dass es eine Logik Gottes gibt, dass Gott logisch ist? Wir wollen uns dem Thema über diese Fragen nähern. Aber dazu müssen wir uns zunächst ansehen, was verstehen wir überhaupt unter Logik? Da muss man sagen, Logik ist ein grundlegendes Konzept des vernünftigen Denkens und Schlussfolgerns. Logik bedeutet also vernünftiges Schlussfolgern. Man spricht auch von Aussagenlogik und das ist traditionell Teilbereich der Philosophie. Heute gibt es auch die formale Aussagenlogik mit ihrer redundanzfreien Sprache der Mathematik. Sie ist daher heute auch Teilbereich der Mathematik. Und schließlich, wenn wir uns den mathematischen Beweis ansehen, er ist immer logisch. Man könnte auch sagen, Logik ist die Sprache der Mathematik. Ein Beispiel. So ist es logisch, dass die Summe der Winkel in einem Dreieck genau 180 Grad beträgt, da es sich sonst nicht um ein Dreieck handeln kann. Diese Aussage ist logisch, weil sie wahr ist. Und weil sie wahr ist, können wir sie beweisen. Eine falsche Aussage hingegen können wir nicht beweisen. Denn dann würden wir etwas Falsches beweisen. Wir können also nicht beweisen, dass die Winkelsumme in einem Dreieck größer oder kleiner als 180 Grad ist. Und daher wissen wir, dass diese Aussage falsch ist und wir sie verwerfen müssen. Halten wir also nochmal fest, wir können nur wahre Aussagen beweisen. Falsche Aussagen können wir nicht beweisen. Und daher sind nur wahre Aussagen, die wir beweisen können, logisch. Und das ist eine Regel, die in der Logik immer gilt. Wir müssen allerdings einräumen, dass es einen kleinen Spezialfall gibt, der von dem Mathematiker Kurt Gödel in seinem Unmöglichkeitstheorem beschrieben wird. Und das besagt, dass nicht alle wahren Aussagen bewiesen werden können. Aber das ist ein sehr spezieller Fall und die Regel lautet in jedem Fall, dass nur wahre Aussagen bewiesen werden können. Und nur wahre Aussagen daher logisch sein können. Und daher können wir festhalten, die Logik ermöglicht uns also zu erkennen, was wahr und was falsch ist. Und das ist es, was wir unter vernünftiges Schlussfolgern verstehen. Schauen wir uns nochmal ein weiteres, einfaches Beispiel an. Die Aussage, das Gute ist gut und das Böse ist böse, ist eine wahre Aussage. Denn wir können sie beweisen. Das Gute können wir allgemein definieren mit Attributen wie Freundlichkeit, Höflichkeit, Liebe, Geduld, Vergebung und so weiter. Während wir das Böse definieren würden als das Gegenteil, nämlich mit Attributen wie Hass, Gewalt, Verleumdung, Neid und so weiter. Gut ist demnach alles, was freundlich, höflich, liebevoll und so weiter ist, während böse alles das, was hassend, verleumderisch, neidisch und so weiter ist.
Dann können wir also logisch schlussfolgern, dass das Gute nicht böse, sondern gut sein muss. Denn wenn das Gute nicht gut, sondern böse wäre, so wäre es nicht das Gute, sondern das Böse. Wir können also nicht gut für böse erklären, denn das wäre nicht logisch. Wenn es nun keine Logik geben würde oder eine andere Logik, die auf ein anderes Konzept beruht als dem des vernünftigen Schlussfolgerns, dann wäre diese Schlussfolgerung gar nicht möglich. Es könnte dann auch gelten, dass das Gute böse und das Böse gut ist, also genau die Umkehrung von dem, was wir eigentlich als logisch wahr erkennen. Doch die Logik sagt uns, dass dies nicht möglich ist. Die Logik ist also ein fundamentales und universelles Konzept, dem jedes vernünftige Denken und Verstehen untergeordnet ist. Denn wenn es die Logik nicht geben würde, dann würde das bedeuten, dass wir etwas Falsches als wahr beweisen könnten. Und etwas Wahres könnte falsch sein. Aber so ist es nicht. Und Gott bestätigt uns dies durch sein Wort an seine Propheten, wo es heißt: Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse heißen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Also Gott warnt uns sogar davor, eine Umkehrung von Gut und Böse vorzunehmen und somit falsch für wahr zu erklären. Denn wie wir gesehen haben, sagt uns die Logik, dass Böses nicht gut und Gutes nicht böse sein kann. Und somit bestätigt Gott selbst die Existenz der Logik. Und noch mehr, er schützt sie sogar. Das heißt, wir haben es hier tatsächlich mit einer universellen Logik zu tun, die sowohl bei Gott als auch bei den Menschen gilt. Denn die Logik ermöglicht uns, wie wir wissen, zu erkennen, was wahr und was falsch ist. Und das müssen wir aus Gottes Sicht sogar erkennen können, denn sonst wäre die Verlässlichkeit seines Wortes in Frage gestellt. Wir sollen also das als wahr erkennen können, was er uns sagt. Wir sollen erkennen können, dass Gott gut ist, wenn das, was er uns sagt, gut ist. Und umgekehrt, dass das, was er uns sagt und was er tut, gut ist, weil es von einem guten Gott kommt, mit guten Absichten und nicht umgekehrt. Wir können also festhalten, dass es ein Anliegen Gottes sein muss, dass wir die richtigen Schlussfolgerungen aus seinen Worten ziehen. Dass wir also Logik anwenden. Man könnte auch sagen, dass die Lehre Jesu darauf aufgebaut ist, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Logik also korrekt anzuwenden. Denn Jesus hat in Gleichnissen gesprochen. Und um diese zu verstehen, müssen wir logisch denken. Also vernünftige Schlussfolgerungen ziehen. Denn er sagte: An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Jesus will hier sozusagen unsere Sinne für das vernünftige Schlussfolgern schärfen. Wir sollen hier also von den Früchten, also den beobachtbaren Werken, darauf schließen, ob der Urheber dieser Werke und damit seine Absicht gut oder böse ist. Und deshalb wird Jesus hier auch noch konkreter und sagt: Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein fauler Baum kann keine guten Früchte bringen. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Jesus sagt also, wenn wir richtig schlussfolgern, also die Logik richtig anwenden, dann wissen wir, welche Frucht von welchem Baum stammt. Er betont damit, dass es ihm wichtig ist, dass wir richtig schlussfolgern, damit wir die Wahrheit erkennen. Denn wenn er möchte, dass wir uns auf sein Wort verlassen können, und wir können davon ausgehen, dass er das möchte, dann müssen wir sein Wort auch als wahr erkennen können. Und daher muss es logisch sein. Wir sollen also durch vernünftiges Schlussfolgern aus seinem Wort zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und das bestätigte er auch nochmal, indem er sagte: Wenn ihr festhaltet an meinem Wort, so werdet ihr die Wahrheit erkennen. Wir können damit jetzt die Fragen beantworten, die wir am Anfang gestellt haben und sagen: Ja, es gibt eine göttliche Logik und es muss sogar eine göttliche Logik geben, damit wir Gottes Wort als wahr erkennen können. Und daher muss es auch die gleiche Logik sein, die wir hier auf der Erde anwenden. Es gibt also nur eine Logik und das ist das universelle Konzept des vernünftigen Schlussfolgerns, das wir anwenden müssen, um die Wahrheit zu erkennen. Und Gott schützt die Logik um der Verlässlichkeit seines Wortes willen, wie wir gesagt haben. Denn wir können sein Wort nur dann als wahr erkennen, wenn es logisch ist.
Jesus fordert uns also geradezu auf, logisch zu denken, indem er sagt, an den Früchten sollt ihr den Baum erkennen. Und dann können wir noch einen Schritt weitergehen und schlussfolgern, wenn Gott der allmächtige Schöpfer ist und die Schöpfung gut ist, was wir unterstellen können, denn sie ist ja perfekt für uns zugeschnitten, dann war seine Absicht, sie zu erschaffen, auch gut. Und daher wissen wir also, dass eine gute Schöpfung von einem guten Schöpfer stammen muss und nicht von einem bösen Schöpfer stammen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht ist zwar das Werk gut, aber die Absicht nicht. Zum Beispiel, wenn jemand etwas mit einem Hintergedanken macht. Und dann muss man fragen, könnte dies auch für das Wort Gottes gelten? Könnte Gott zwar eine gute Schöpfung erschaffen haben, aber seine Absicht böse gewesen sein? Und hier müssen wir sagen, wir können die Antwort, also die Wahrheit, wieder logisch schlussfolgern. Denn was würde es bedeuten, wenn Gott keine gute Absicht gehabt hätte? Es würde bedeuten, dass er kein guter Gott wäre. Und sein Gegenspieler wäre dann nicht böse, sondern er wäre dann der Gute. Sonst wäre es ja nicht der Gegenspieler. Da aber der Gegenspieler versucht, die Menschen zu Bösem zu verleiten, wovon wir ausgehen müssen nach allem, was wir wissen, würde er durch sein Werk die bösen Absichten ja unterstützen. Und damit wäre er kein Gegenspieler. Dann können wir also schlussfolgern, es bleiben nur zwei Möglichkeiten übrig. Entweder Gottes Absicht ist nicht böse, sondern gut, oder es gibt keinen Gegenspieler. Es gibt aber einen Gegenspieler nach allem, was wir wissen. Und dieser Umstand erlaubt uns einen kleinen Einblick in die unermessliche Weisheit Gottes. Denn wenn Gott der allmächtige Schöpfer ist, der alles erschaffen hat, dann hat er auch den Gegenspieler erschaffen. Und diese Schöpfung des Gegenspielers ist deshalb genial, weil durch seine bloße Existenz bewiesen wird, dass Gott gut ist und nicht böse. Denn wir wissen, wenn der Gegenspieler existiert, dass er böse sein muss, was wir logisch bewiesen haben. Und daraus folgt, dass Gott gut sein muss. Und dann können wir so weit gehen und sagen, Gott brauchte also nur den Gegenspieler zu erschaffen, damit wir wissen, dass Gottes Wort wahr ist, dass er ein guter Schöpfer ist, mit guten Absichten und nicht umgekehrt. Wir wissen jetzt also, dass die Logik ein universelles Konzept des vernünftigen Schlussfolgerns ist, das uns erlaubt, die Wahrheit zu erkennen und das sowohl bei Gott als auch den Menschen gilt. Es ist damit praktisch fundamentaler Bestandteil der göttlichen Ordnung. Denn ohne Logik könnte falsch für wahr, böse für gut erklärt werden. Und obwohl wir jetzt auch wissen, dass Gottes Wort logisch und wahr ist, kann natürlich Unwahrheit und Täuschung in unserer Welt trotzdem existieren. Nämlich genau in dem Versuch, falsch für wahr, böse für gut zu erklären. Und vor dieser Täuschung warnt uns Gott selbst durch die Schrift, wo es heißt: Denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nicht erstaunlich, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Die Umkehrung von Gut und Böse ist praktisch ein direkter Angriff auf die göttliche Ordnung. Sozusagen der Versuch, die göttliche Ordnung außer Kraft zu setzen, sie umzukehren. Und jetzt kann man fragen, wer hätte ein Interesse daran, die göttliche Ordnung außer Kraft zu setzen? Wer würde am meisten davon profitieren? Wenn wir davon ausgehen, dass Gott der Schöpfer ist, dann hat er auch den Gegenspieler, den Widersacher erschaffen. Und er hat ihn ganz ans Ende gesetzt. Er hat ihn für immer verbannt. Er würde also von einer Umkehrung der Ordnung am meisten profitieren. Und er ist auch der Meister der Täuschung, der Vater der Lüge. Es gibt viele Beispiele dafür aus der Welt der Medien, insbesondere der Film-, Musik- und Werbebranche, wie das Wort Gottes auf sehr subtile Weise verdreht und die Wahrheit umgekehrt wird. Wer sich weiter über das Thema informieren möchte, dem empfehle ich zum Beispiel die Videos von RSE, in denen viele Beispiele aus der Medienbranche sehr fundiert analysiert und die Umkehrungs- und Täuschungsstrategien entlarvt werden. Ich
bin mir sicher, ihr werdet sehr erstaunt darüber sein, was uns alles in der Werbung, in Musikvideos, Hollywoodfilmen, Fernsehsendungen und sogar von Seiten der Kirchen, insbesondere der katholischen Kirche, subtil untergejubelt wird. Aber bevor ihr euch diese Videos anschaut, rate ich zum Gebet. Denn was ihr dort sehen werdet, ist nichts Gutes. Auch wenn es uns von den Medien täglich als gut und harmlos präsentiert wird. Ihr findet die Links zu dem Channel und den Videos von RSE hier oder hier irgendwo. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und etwas Interessantes für euch dabei war. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt: Erleuchte die Finsternis. Denn das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es noch nicht begriffen. Bleibt sauber. Gott segne euch.